Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warlord 4 im Überlebensmodus. Und heute... Okay. Kannst du mal die Klappe halten? Heute werden wir neue Starkerne hier im... Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt hier suchen. Und mich nervt diese Stimme da im Radio. Was war das? Leck mich! Okay, der erste Tod des Tages natürlich in der ersten Minute. Unterhalb der ersten Minute. Wir haben es geschafft, 30 Sekunden zu überleben. Wow. Ich wiederhole, die Kolonie auf Cola 5 wird großartig. Na kommt! Wir haben Berichte über mehrere Feinde erhalten. So, miese Penner. One-Hit, allesamt. Bereit machen für den Start. So. Ist hier noch irgendjemand? Gut, dann können wir jetzt in Ruhe und Frieden suchen. Außer, dass wir genervt werden von oben. Wollen wir hier erstmal kurz reingucken? Ich glaube, das ist recht. Jetzt weiß ich, wodurch wir vorhin gestorben sind. Alter Schwede. Was ist das denn für ein Damage? Okay, zwei Tote unterhalb zwei Minuten. Yeah. Ich bin Profi mit Sterben. Ihr merkt schon, ne? Wir gehen diesmal hier lang. Hier scheint es mir sicherer zu sein. Obwohl, wir gucken hier erstmal kurz um die Ecke. Okay. Ach Gott, man wird hier die ganze Zeit zugetextet. Doch wie nervig ist denn das? Lass mich bloß in Ruhe, du kleiner Penner. Wie ich dich hasse. Ja, bin bewaffnet und gefährlich. Weißt du, die können so eine riesen Attraktion bauen. Was war das? Wir sind wohl nicht allein. Das war wohl der letzte. Aber die können keine richtigen Pappfiguren aufstellen. Guckt euch an, wie verpixelt die sind. Ja, ich gehe ja schon. Beruhig dich, Vibe. Ich bin schon fast da. Oh, die labern hier alle. Oh, ein Starker. Ach, verdammt. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Was soll ich? Trinkgeld kriegst du nicht. Wie komme ich denn da rein? Erstmal einmal rumlaufen. Ja, genau. Setzt mir einen Keks vor die Fresse, weißt du, und dann nimmt die mir das weg. Das nenne ich mal verstaubt. Seh dich. Oh, Fenster. Ich hasse Fenster. Okay, da geht's auch noch lang. Da gehen wir auf jeden Fall lang. Ist hier ein Starkern? Ups. Steuerungssystem. Willkommen bei Terminalink von Rocco Industries. Nuka Galaxy, da sind wir derzeit. Systemsteuerung. Warnung. Mehrere Fehlfunktionen festgestellt. Das Fahrgeschäft wurde angehalten, bis sichere Bedingungen wiederhergestellt werden können. Bringen Sie bitte alle Gäste zum nahegelegenen Ausgang. Warnung. Das automatische Gleisräumungssystem ist außer Betrieb. Bitte schalten Sie die Hauptenergie wieder ein, um das Gleis zu räumen und den normalen Betrieb fortzuführen. Greife auf Fahrgeschäftssteuerung zu. Error. Mehrere Fehlfunktionen festgestellt. Das Fahrgeschäft wurde angehalten, bis sichere Bedingungen wiederhergestellt werden können. Okay. Der hat auch Spaß, ne? Gib mal hier den ganzen Kram. Ich brauche immer noch ein Bett. Falls ihr es nicht merkt. Mann. Durch. Ich hasse es, ne? Bin nun wirklich nicht fertig. Ich kann überall durchkriechen, aber er kann es nicht. Miese Gegner. Noch irgendwas hier? Nein. Ein Starkern! Eins von sieben. Immerhin. Mal der Anfang. Es muss hier irgendwo noch einen Starkern geben, der irgendwo doof rumliegt. Das gibt's überall anscheinend.
Ist das Fahrgeschäft, ja? Hätte ich jetzt nur... Verdammt, mein Jetpack! Dreck! Das geht auch so. Und ich höre Schüsse. Ach komm, und dann ist das verbarrikadiert. Kann ich das nicht kaputt schießen? Na doch. Muss ich nur zu helfen wissen. Lol. Da ist doch bestimmt irgendwas. Seh, dass du was versteckst, Vibe. Oder auch nicht. Okay, wir kriechen erstmal hier lang. Ach, ich bin schon wieder zu müde, ne? Ich dreh durch. Vino, was schießt du da? Ich glaub, wir sind nicht allein. Oder hat er nur versucht, die Steine jetzt wegzuräumen? Reparieren sie den ganzen Kram gerade? Hier muss es irgendwas geben, hier oben. Ich glaube nicht, dass sie extra hier einen Weg hinbauen, damit es umsonst war. Wir müssen auf jeden Fall später den ganzen Weg zurück. Verdammt, ich wollte auf dem Stein landen. Gut, laufen wir. Zurück. Wo bin ich? Ja, okay, jetzt ziehen wir uns so Coca-Colas rein. Mensch! Ich will doch nur ein Bett haben! Mehr will ich nicht. Wirklich. Einmal kurz schlafen. Komm, weißt du was? Jetzt ziehen wir uns so Mutterbeere rein. Zwei davon. Coca-Colas. Untersuchen wir mal den Rückweg und dann können wir einfach den Hinweg nehmen. Oh mein Jetpack, ich vermisse dich. Mann. Kann ich den ganzen Weg entlang latschen, ne? Komm, hier muss irgendwo ein Starkern versteckt sein. Das schreit förmlich hier danach. Nope. Ach, verdammt. Ja gut, ich gehe noch ein Stück. Da ist eine Tür. Um höchstwahrscheinlich zurückzugehen, ne? Ach komm. Aliens. Wer macht denn so einen Scheiß? Also ich sehe keinen Starkern. Ihr? Sehe ich einen toten Alien, ja. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, also ist das Gebiet dazwischen das, was man nicht betreten kann. Ich hab's schon mal geschafft. Ich werde es nochmal schaffen. Ich glaube, das war die Seite, ne? Ah, das sieht gut aus. Na komm. Ich mein Jetpack, ich vermisse dich so sehr. Gibt's hier nirgendwo eine Stelle, wo man sein dämliches... seine dämliche Powerrüstung reparieren kann? Vielleicht weiter nach links springen. Wie habe ich das denn geschafft, sag mal? Oder war es doch von hier? Ich hab's doch geschafft, Dude! Du hast es schon mal geschafft! Geht doch, ey. Geht doch. Alter Schwede. Gib mir einen Starkern, das soll nicht alles umsonst gewesen sein. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Ein Schlafsack! Oh, ein Schlafsack! Oh ja. Please, Gott. Danke. Der nicht existiert. Ist mir scheißegal. Also die Flaschen nehmen wir noch mit. Leere Flaschen sind immer gut. A-Klammern.
Ja, ich sehe den Safe auch. Keine Sorge. Ja, Klammern sind mir nur wichtiger. Auch wenn ich irgendwie zu 300 schon habe. 250, glaube ich, habe ich derzeit. Die gehen uns auf jeden Fall so schnell nicht aus. Gut, lass mich mal. Ich glaube, wir dürfen irgendwie 9 Stunden schlafen. 5 Stunden dürfen wir bestimmt schlafen im Schlaftag, ne? Ne, schmutzige 3 Stunden wahrscheinlich. Ja, shit. Super, 3 Stunden Schlaf. Aus dem Weg, du Bengel. Naja, besser als gar nichts. Weil ich könnte wahrscheinlich mehrere Stunden hintereinander schlafen, ne? Ich meine, komplett ausgeruht werde ich nicht sein. Alter Dude, geh mir aus dem Bild. Ich glaube nicht, dass das wirkt, oder? Nö, nicht wirklich. Bullshit. Naja, hoffen wir mal, dass diese 3 Stunden uns für 3 Stunden rumlaufen lassen. Ich meine, wenn man 3 Stunden schläft, kann man bestimmt zumindest 3 Stunden rumlaufen. So, ich würde gerne zurück auf die Schienen. Oh Gott! Ist doch nicht ein Herz. Da ist jetzt die fliegende Untertasse, die mich angreift. WTF? Oh Gott. Ah, zum Glück habe ich gespeichert, als ich geschlafen habe. Okay. Gut zu wissen, dass da irgendwas ist, was mich gerne angreifen möchte. Ich dachte schon, was ist das denn für eine Musik? Ein kleines Easter Egg, meine Freunde, ein kleines Easter Egg. Alter, wie soll ich denn zielen? Das ist so grausam. Dieses Spiel ist so grausam zu mir. Ja, Freunde, für alle, die es nicht wissen, wir spielen auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, der existiert. Deswegen ist es ein bisschen härter. Aber wir hatten noch nie so eine Probleme wie in diesem DLC. Und ich bin da eigentlich recht zufrieden mit dem Schwierigkeitsgrad, weil vorher war das halt wirklich lame. Dass da nicht wirklich viel passiert ist. Und jetzt plötzlich kriegen wir die Probleme. Obwohl wir Level 91 sind. 91. Da ist doch irgendwas. Ach so. Das sind nur Partikel von einem kaputten irgendwas. Ihr habt Spaß, ja? Sag mal, könnt ihr ihn noch mal töten? Er ist fast tot. Er ist nicht mal ansatzweise tot. Ist das jetzt alles umgebracht? Sollten sich noch ein Starkern? Aber ich weiß nicht, ob wir zurück auf die Schienen kommen. Mit dem Jetpack wäre das gar kein Problem gewesen. Laufen wir erstmal hier lang. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen Verletzungen bis hin zum Tod, wenn Sie in diesem Gebiet bleiben. Dieser Hinweis ist juristisch vorgeschrieben. Achso, die ballern den ab.
Wie viel Leben hat das Viech? Dass die es nicht tot kriegen. Mich kriegen die aber recht schnell tot, aber so ein Viech nicht, oder was? Ach, du bist das! Alter, was zum Teufel steht hier oben drauf? Komm, laufen wir weiter die Schienen entlang. Bis es nicht mehr geht und laufen wir einfach zurück. Habe ich nicht mit gerechnet, dass da was ist. Wenn man vom Teufel spricht. Verzieh dich doch! Granate! Ja, wirf du nur deine Granaten, aber hau mich hier nicht runter. Ich habe ein Geschenk für dich! Kannst du mal was anderes machen, außer Granaten zu werfen? In die Nüsse getötet, ey. Okay. Man vom Teufel spricht. So, mehr brauche ich nicht. Granate! Kannst du irgendwie mal, weiß nicht, Schaden nehmen oder so? Oh, hat mich ganz schön erwischt. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Nein, du sollst runter, nicht ich. Nix. Ich glaube, da hinten kommen wir hoch. Ja. Alles gut, wir kommen dahin. Erst, wir können zurücklaufen und erstmal den Weg zurück untersuchen. Weil wir hier jetzt rumlaufen können. Ohne Schwierigkeiten. Gott, das ist riesig hier. Einfach riesig. Ja, theoretisch kann ich hier direkt runter, ne? Ich darf nicht mehr so viel Müll mitnehmen. Das überschwemmt mich. Hier ist noch ein Gebäude, da gehen wir auch mal rein. Tja, wenn es nicht anders geht. Hahaha, ihr seid Scherzkekse. Hatte ich doch irgendwo von oben noch was gesehen, ne? Ja. Solange Nick da hinten kämpft, durchwühlen wir mal hier die ganzen Gassen. Der arme Tropfen. Muss hier rumlaufen. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Der bringt mich höchstwahrscheinlich hoch. Ist sonst nichts weiter, ne? Du bist Licht. Wie auch immer da hinten Licht hinkommt. Da liegt sogar Loot. Wer denkt denn bitte hier dran, hier hochzugehen und Loot zu holen? Lol. Hier draußen vor wie eine wandelnde Zielscheibe. Ja, vor allem, weil wir beide nicht mehr wirklich viel Rüstung haben. Ich habe noch ein linkes Bein und einen Helm. Wobei, ich habe keinen Helm. Ich habe ja ein Stirnband. Und eine Brille. Cool. Für mich so safe. Ist das die andere Seite? Lol. Das theoretisch kann man mit Jetpack abkürzen, aber zu Fuß höchstwahrscheinlich nicht. Treppe. Ach, ich bin jetzt hier oben. Ah, okay. Da ist der Kern, den wir suchen. 4 von 7. Fehlt ja nicht mehr viel. Gut, und hier haben wir schon uns umgeguckt. Boah. Ein bisschen anstrengend hier, ne? Mal gucken, ob wir darüber springen können. Wünscht mir Glück. Das dürfte nämlich einiges an Zeit sparen. Ich glaube es zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert.
Ja. So kann man sich auch den Fahrstuhl sparen. Gut, jetzt sind wir hier. Komm doch mal durch. Was soll's? Und hier kommen wir wieder auf die Schiene rauf. Das ist gut. Sonst ist hier nichts Aufregendes. Und da kann ich da hoch. Das sehe ich doch. Hey, könntest du kurz mal die Augen offen halten? Wieso war da gerade ein Kronkorkenvorrat? Hä? Danke. Was habe ich verpasst? Kronkorkenvorrat, der hier irgendwo versteckt ist. 20. Toll. Ich wollte doch einfach nur hier hoch. Ja, dann leck mich halt, dann gehe ich da nicht hoch. Hab ich auch keine Schwierigkeiten mit. Geh einfach hier hoch, Alter. Oh. So. Nähern Sie sich und geben Sie sich. Gut gemacht. Du bist aber weit gelaufen. Level up? Jetzt schon? Okay, wir haben Glück auf 10. Querschläger. Wie du mir, so ich dir. Fernkampfangriffe der Gegner werden manchmal zurückgeworfen, sodass der Gegner sofort getötet wird. Je näher du dem Tod bist, desto höher die Chance. Das könnte mir das ein oder andere Mal dieses Leben retten. Das ist dein Ernst, ne? Ist wirklich dein Ernst? Ja, das mit Level up mit dem Leben bekommen. Alles schon wieder weg. Alle schon wieder weg. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hör auf damit! Was war das? Okay, ich kann meinen Watz-Modus hier oben nicht verwenden. Na komm, triff doch! Geht doch. Man muss es immer komplizierter machen, als es ist. Das ist die Regel eines Gamers. Da unten ist eine Tür, ich hab sie gesehen. Schluss mit lustig! Die finden. Ah, wieder so ein Unsterblicher, oder was? Take dies, du Bengel! Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter. Was ist das für ein riesiges Gebäude, sag mal? Hallöchen. Gibst du mir deine Kleidung? Ja, Nuka Girl Raketenanzug. Du erhältst die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen und plus ein Charisma. Yeah, sehe ich sexy aus, wenn ich das anziehe? Oh, kann ich gerade nicht gucken, ne? Aber ist wahrscheinlich, sehe ich sexy aus. Ich sehe immer sexy aus. Danke für den Kerl. 5 von 7. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Wir haben ja da noch diese eine Tür. Das wissen wir alle. Das muss der Ausgang sein, ne? Ja. Okay. 2 Stück sind hier noch versteckt. Einer ist bestimmt in der Tür und ein anderer liegt irgendwo doof rum. Meister! Klar. Oh, ich bin der Meister. Guckt's euch an. Oh, sagte Boom. Enttäuscht mich nicht. Boom. Geschafft. Bereit machen für den Verdeckten zur Stadt. Kolonie auf Cola 5.
Okay, das sind irgendwo die Radios, die hier sprechen. Möchte ich gerne ausmachen. Sehr, sehr gerne. Guck dich doch an, wie, was für ein Meister ich bin. Ich habe direkt den richtigen Winkel gefunden. Was bei Skyrim nie der Fall ist. Nee. Leck mich doch. Haha, lol, ich bin im Kreis gelaufen. Toll. Also, was soll denn dieser Raum hier dann? Wie unnütz ist das? Hier ist eine Treppe. Aha! Ein Kernchen. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ganz viel Müll. Wie schön. Brauchen wir nur noch einen Star-Kern. Und hier haben wir Nuka Galaxy Angestellten-Schlüssel. Cool. Umsonst geknackt. Wow. Oh. Was jetzt mit der Tür da unten? Okay, wir haben unten noch eine Tür, die möchte ich gerne angucken. Bevor wir rausgehen. Das werden wir allerdings morgen machen und dann werden wir morgen mal die nächste Location ausmachen, wo wir die Star-Kerne suchen. Wir sehen uns morgen wieder und dann bei Le Tür. Haut rein, euer Serum. Tschüss.